Pfingsten 2019. Die dritte Gartenschau Gutenberg ist einmal mehr für Inspiration und Information gestanden. Es hat auch Vorträge gegeben. Rund um das kunstvoll blühende Leben haben eben zahlreiche Aussteller, Gärtner, Floristen, Kunsthandwerksbetriebe aus der Region mit ihrem Stand die idyllische Kulisse rund ums Haus Gutenberg und Burg Gutenberg an dem Pfingstwochenende zum Strahlen gebracht. Mit prachtvollen Arrangements, mit Farben, Formen, frischen Ideen, mit Gesprächen, die man hätte führen können. Ja, die Gartenschau hat zum dritten Mal stattgefunden und hat einmal mehr unglaublich viele Besucherinnen und Besucher angezogen, aus nah und fern. Sogar aus dem fernen Asien haben wir Besucherinnen und Besucher angetroffen. Ja, und dann natürlich hat es auch ein Rahmenprogramm gegeben, zum Essen, zum Trinken, aber auch etwas für die Ohren. Der Markus Gsell hat hier in der Kapelle gespielt. Hören wir ihm zu und ihr seht, was er alles an Ausstellerinnen und Aussteller verpasst hat. Oder vielleicht gleich nicht ganz verpasst. Denn die sind ja alle in eurer Nähe greifbar. Die dritte Gartenschau Gutenberg jetzt in sich. Nicht nur etwas eben für die Augen, auch etwas für die Ohren. Der Markus Gsell übrigens, der kann man natürlich auch buchen. Ich bin dann weitergegangen zum Rosengarten. Mich jetzt interessiert, was sich da alles versteckt. Und wer habe ich gesehen? Bernard Matli. Und ein Haufen wunderschöne, selbstbewusste Frauen vor der Kapelle, mitten im Rosengarten. Das hat mich gerade inspiriert. Und ich bin auf die Künstler zugegangen und wollte wissen, was sie dazu denkt, was sie sagt zu dieser Ausstellung. Ja, du lachst es, Bernarda. Aber deine Nixen, die sind jetzt da, gell? Haus Gutenberg. Und irgendwie ein Gegensatz, denkt es mir. Also so viel Fleisch in einer so einer Umgebung drin. Für dich auch etwas Spezielles? Nicht wegen dem Fleisch eigentlich. Für mich ist es etwas Spezielles, dass ich das Gastrecht bekommen habe, hier im Schloss Gutenberg in Balzers. Weil ich habe ja meine Werkstatt am Fuß vom Schloss Werdenberg, auf der anderen Seite. Und jetzt einfach einmal einen Wechsel, sozusagen von Schloss zu Schloss. Und es ist ein wunderschöner Ort hier. Und meine Nix, eben nochmal aufs Fleisch angesprochen, sie sind immerhin anständig angelegt, oder? Stehst du selbstbewusst da? Habe ich jetzt gemerkt, du selber, gell? Also die Nixen, die sind auch selbstbewusst, gell? Ja, das ist mir wichtig. Also eben, es hat Leute, vor allem ist noch komisch, Männer sagen, sie sehen zu dick und zu fett. Und die Frauen sagen, Mann, die sehen total natürlich aus. Und sie sind selbstbewusst. Das tut mir auch. Irgendwie, es passt irgendwie daher, gell? Und gerade am nächsten Freitag, gell? Wir haben jetzt Sonntag, Pfingst, Sonntag. Am nächsten Freitag ist Frauenstreiktag. Meinst du, gehen deine Nixen dort auch streiken? Ja, wenn sie Stellvertretung haben, ganz. Aber immer, gell, es ist, eigentlich ist es ja ein Zeichen. Gerade auch die Kirche ist heute auch wieder thematisiert an dem Pfingst, wie die Kirche doch auch sollte frauenfreundlich werden. Und deine Nixen, das ist mal sicher schon im leichtesten, wenn wir sagen, ein Zeichen. Dann dürfen die Kapellen übernachten. Sie haben hier in der Kapelle übernachten, weil die Ausstellung ist jetzt über 3 Tage und man kann ja nicht alles hier aufgestellt lassen, weil das Wetter ist ein bisschen diffizil. Dann haben sie tatsächlich das Recht bekommen, um hier unten in dieser wunderschönen Kapelle übernachten. Sehr speziell.
Ja, also denke mir, wirklich sehr speziell. Also nicht mehr ganz genau im Kopf, 85 gab Frauenstimmrecht. Also da wäre jetzt etwa 34 Jahre nach dem Frauenstimmrecht. Damals bin ich so gerne aus der Beiz rausgeworfen worden, weil ich das heute thematisieren das Frauenstimmrecht. Also irgendwie, es hat sich etwas tun. Und vielleicht du mit deinen Xen trägst da einen Beitrag zur Öffnung der Welt bei. Könnte so etwas sein oder ist das jetzt zu weit hergeholt? Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu weit hergeholt. Aber weißt, nein, Kunst holt ja jemand mal etwas weiter. Und ja, dann... ja, aber vielleicht müssen wir schon. Ja, es ist vielleicht ein Anfang, aber vielleicht müssen wir schon mit noch etwas schärferen Mitteln dahinter. Und natürlich, gell, also, wer jetzt sich hier nicht traut, um etwas zu kaufen, bei dir eben am Fuß vom Schloss Werdenberg, kann man das natürlich eben auch immer bei Stuhl kaufen. Dort bist du am Arbeiten. Jederzeit, sehr gerne. Ich freue mich natürlich über jeden Besuch, der kommt, reingüchseln, einen Schwätz machen, über das Frauenstimmrecht oder Frauenrecht diskutieren. Egal, alle sehr herzlich willkommen. Ich habe gemerkt, du hast studiert. Also wäre noch Streiktag irgendwie am nächsten Freitag? Also überleist du es noch? Zum Streiken? Ja. Ich habe dort eine ganz andere Methode. Also, ich laufe nicht gerne so mit einem riesen Rudel mit. Also, ich probiere zum Beitragen, dass die Frauen besser wegkommt, probiere ich eigentlich auf völlig andere Arten, so auf meine Arten, so im Kleinen, so ein bisschen sich für andere einsetzen, gute Gespräche führen. Nein, ich glaube nicht, dass ich gerne streiken. Das ist genau meine Meinung auch. Ich bin ja auch für Gleichberechtigung, aber ich glaube, der Streik und der irgendwie die Feindschaftlichkeit zwischen den beiden Geschlechtern bringt im Grunde nur Negatives. Oder einen Fortschritt hat man eigentlich vielleicht genau wegen dem in den letzten Jahren gar nicht wirklich gesehen, he? Nein, ich denke nicht. Also, was mich eigentlich am meisten stört, ist immer noch, dass die Kolongleichheit da ist zwischen Mann und Frau. Und eben da mit Streiken besser wird. Ich denke, da braucht es gute, clevere Verhandlungen, wo man ein Stück weiterkommt. Siehst du, auf was einem alles die Nixen bringen? Weißt du, wenn ich die so anschaue, jetzt können die Nixen anschauen, einfach wie die so ein bisschen selbstbestimmt, auch voll von Selbstbewusstsein, authentisch, einfach da sitzen, in sich ruhend. Ich glaube, das ist das, oder, was es eigentlich ausmacht. Das, was man selber kann beitragen dazu. Ja, kommen wir jetzt ganz spontan etwas in den Sehen. In der Ruhe liegt die Kraft. Das Gefühl habe ich auch, ja, liebe Leute. Die Nixen hier am Haus Gutenberg in der Gartenschau. Natürlich jederzeit auch zu bestaunen bei der Bernarda Mattlin. Wie heisst genau das Geschäft am Fuß vom Werdenberger See, damit wir das auch noch platziert haben? Das ist Töpferei Tonart im Städtli 5, Werdenberg. Ja, das, was einem über das Auge sticht oder ins Ohr hineingumpert, hinter dem steckt eben manchmal viel mehr. Lerne aus der Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe im Hier und Jetzt. Das ist beim Blumenwerk Balzers, an einem Blumengeschäft, das es Balzers seit 50 Jahren gibt, gestanden. Und mich jetzt interessiert, was steckt denn hinter dem, dass wir so Freude haben an Blumen, an gestalteten Bouquet, an Arrangement? Ja, der Garten ist einfach Erholung. Man kann sich erholen im Garten, Blumen, man kann sich entspannen. Es ist einfach wunderschön, mit Blumen zu arbeiten. Und für die Menschen ist es sehr, ja. Und darum ist es auch so eine Anziehungskraft, denke ich. Blumen, Natur allgemein. Man geht jetzt so weiter. Ja, im Moment ist ja auch das Thema Biodiversität. Dass es, ja, dass man mehr schaut auf Bienen, auf Natur und die Leute züchten es auch mehr aus, denke ich. Es ist ja sehr wichtig, dass wir auf unsere Natur auch Sorge halten, dass wir schauen auf die Natur. Und wenn alle zusammenhelfen, dann schaffen wir das auch. Ich finde die Bewegung ganz toll, die jetzt im Moment am Laufen ist. Und wir sollten alle mithelfen, dass unsere Natur so bleibt, wie sie ist und noch ein bisschen besser wird.